Ich denke, man sieht mir an, dass diese Brücke mich fast gebrochen hat. Ich habe jetzt ohne Witz über eine Stunde gebraucht, um das Ding zu bauen. Das ist kein Joke, das ist kein Meme. Es hat über eine Stunde gedauert. Hey Freunde, mein Name ist Stefan und willkommen zurück zu Polybridge. Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie lange es noch dauert, bis mein Gehirn sich zersetzt und zu meinen Ohren rausläuft. Weil, ganz ehrlich, beim letzten Mal hatte ich schon teilweise extreme Probleme, diese Brücken irgendwie so zu bauen, dass es hält. Es waren nicht mal schöne Brücken, es waren nicht mal gute Brücken, es waren funktionierende Brücken. Und wenn das so weitergeht, gebe ich mir selbst noch ungefähr 2 Videos, vielleicht weniger, und ich bin ein gebrochener Mann. Also, worauf warten wir noch? Gibt doch nichts Schöneres. Wir starten Level 2, 3. Was gibt's hier Schönes? Ich weiß, wie Checkpoints funktionieren. Ich könnte das auch wegklicken, darum gibt es ja die Anzeige, das nicht wieder anzeigen. Aber obwohl ich immer sage, ich weiß, wie es funktioniert, irgendwann werde ich nicht mehr wissen, wie es funktioniert. Und dann wird es peinlich, wenn die Meldung nicht mehr kommt. 20.000 Holz, Stahl und Seil. Und das ist wieder so eine Brücke nach unten und die hier muss nach oben. Wann sind wir gegangen von, wir bauen ganz normale Brücken, die halbwegs praktikabel sind, zu, wir bauen was auch immer das hier ist. Dass wir so ein Talkessel und da oben ist es so eine Brücke, die nach oben gehen muss. Das ist sehr interessant. Okay. Mache ich das am besten? Am besten wäre natürlich eine halbwegs stetige Steigung. Aber gleichzeitig geht das, glaube ich, gar nicht so gut. Ich weiß auch gar nicht, ob das reicht, damit ein Auto drüber kommt, weil nicht, dass die sich wieder festfahren, wobei es ist ein kleines Auto, da müsste es kein Problem sein. Und das Ganze muss ich jetzt irgendwie oben halten, darum kümmere ich mich gleich. Vorher muss ich das hier noch irgendwie hinkriegen. So, dann so, dann wieder hoch. Guck's dir an. Das sieht schon nicht gut aus. Es ist überhaupt nicht symmetrisch. Und ich weiß auch gar nicht, wie ich das irgendwie oben halten soll. Und ich habe zwar Seile, aber ich glaube nicht, dass mir die allzu viel bringen, weil ich habe hier ganz an der Seite keine Ankerpunkte, wo ich die Brücke hochziehen kann. Also bringt mir das nur wirklich was in der Mitte von der Brücke. Also dass ich quasi die Seile irgendwie an der Mitte der Brücke festmache und so die Brücke versuche oben zu halten. Das wird gut. Das wird gut. Geht das hier? Das ist, glaube ich, gar keine blöde Idee, dass wir einfach so stark wie möglich am Rand sind. Und dann irgendwie kann ich das noch machen? Das geht auch. Ich meine, wenn ich den Stahl schon habe, kann ich ihn ja auch benutzen. Ich weiß, Eigenlob ist eigentlich sehr uncool und das macht man auch nicht. Aber ich glaube, das hier ist gar nicht mal so schlecht. Es sieht halbwegs cool aus. Wir sind sauber im Budget. Und es hält. Glaube ich zumindest. Gerade eben hat es funktioniert. Dann wird es jetzt auch wieder für die Demonstration funktionieren. Siehst du, das geht. Ist gar nicht so schwer. Man braucht nur ein bisschen. Man muss ein bisschen tricksen. Also, in meinem Kopf ist es immer noch so verankert, wie eine Brücke auszusehen hat. Ich habe da wie so einen Plan. Aber mit dem Spiel geht das halt nicht. Da muss man ein bisschen um die Ecke denken. Aber es ist ja auch ganz cool. Okay, was kommt jetzt? 3 Schiffe. Ich sehe 3 Schiffe. Schön. Sehr schön. 3 Schiffe. Und eins davon ist gigantisch groß. Und ich werde... Die Brücke ist riesig. Wow. Ein Schiff ist riesig groß. Und ich werde Hydraulik benutzen müssen, um das drüber zu lassen. Ich meine, gleichzeitig habe ich 68.000 Dollar zur Verfügung. Aber wow, außerdem gibt es in der Mitte keinen Split-Joint. Ich kann in der Mitte die Joints nicht splitten. Warte mal, ich muss das anders bauen. Weil sonst ist das doof. Ich brauche genau in der Mitte vom Level, genau hier. Genau da. Perfekt, brauche ich einen Split-Joint. Einfach damit die Brücke... Was ist das hier? Einfach damit die Brücke perfekt in der Mitte auseinander geht und es da keine Probleme gibt. Weil das wäre auch nicht so geil. So. Ist das schon mal gemacht. Das Dumme ist, die Brücke muss an 3 Punkten auseinander gehen. Sehe ich erst jetzt. Sie muss hier auseinander gehen. Sie muss hier auseinander gehen und in der Mitte, weil die Schiffe nacheinander kommen. Was ist das denn für ein Monster? Das wird äußerst interessant. Ich freue mich. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das machen will. Aber ich finde keine Ideen. Mein Gehirn kann keine Ideen finden, wie ich das am besten machen will. Das heißt, ich muss das jetzt ausprobieren, bis es geht. Das ist ja geil. So, diese Konstruktion hat jetzt ungefähr 20 Minuten gedauert. Und ich weiß, das ist eigentlich total traurig, weil es sollte keine 20 Minuten dauern, sowas hier zu erfinden. Aber lass mich ausreden, ich habe eine Erklärung dafür. Und zwar eigentlich war mein Plan ursprünglich ganz anders. Ich wollte eigentlich eine Brücke bauen, die sich in
drei Teile teilt, wo dann die Mitte hochgeht und die äußeren Teile werden so nach oben geschwungen, damit das Schiff unten runter durchpasst oder die Schiffe unten runter durchpassen. Aber das hat nicht funktioniert, egal wie ich es gemacht habe. Es hat einfach nicht funktioniert. Das hat einen Großteil der Zeit gefressen. Jetzt habe ich es einfach so gemacht. Ich habe die Brücke so gebaut, dass die Schiffe links und rechts immer drunter durchkommen und nur die Mitte hebt sich. Und wenn ich das richtig durchgerechnet habe, dann passt das mit der Mitte wirklich haargenau. Wenn das Schiff hier nur einen Millimeter breiter ist, dann passt das nicht mehr. Ich hoffe, es funktioniert. Es hat gerade eben funktioniert. Ich mache immer so einen kurzen Probelauf, damit es nicht super peinlich wird, wenn ich jetzt sage, ja, funktioniert super. Ich hoffe, das geht. Es ist wirklich super, super knapp. Wenn man hinguckt, kann man sehen. Genau, jetzt fährt das Auto rüber. Die Brücke geht hoch, beziehungsweise in der Mitte trennt sich die Straße, damit das Schiff durchpasst. Und das passt jetzt wirklich haargenau. Siehst du, wenn das Ding nur ein bisschen breiter ist oder ein bisschen weiter links fährt von uns aus gesehen, dann ist fertig, dann hält diese Brücke nicht. Genau, die Dinger gehen wieder zusammen. Und das zweite Auto kann drüber. Und an für sich hält diese Brücke ziemlich was aus, weil ich habe sie unten mit Stahl verstärkt. Da könnte, glaube ich, fast noch ein Kipplaster drüber fahren, aber wir belassen es mal bei dem Kombi. Ich glaube nicht, dass wir jetzt weiter testen wollen. Außerdem habe ich nur die Hälfte des Budgets gebraucht. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist die Konstruktion nicht blöd, vielleicht hätte man es anders machen können. Was weiß ich, keine Ahnung. 28.000 Holz, Stahl, Seil, Holz, Stahl, Hydraulik und Seil. Und wieder ein Schiff. Ja, das hier hinten ist gar nicht mal schlecht, dass ich das habe, weil dann könnte ich hier vielleicht einen Hydraulikkolben dran festmachen, der sich extrem weit hochziehen kann, um diese Brücke so zu trennen, dass dieses Schiff da unten oder durchpasst. Was ich mich eigentlich frage, warum, ich meine, dieser Fluss, ich mache jetzt mal keine Brücke, guck dir mal den Fluss an, ne? Der ist echt nicht so breit. Warum fahren da riesige Schiffe durch? Kein Schiff dieser Größe würde durch so einen Fluss fahren, besonders nicht, wenn hier ein Stein ist. Aber hey, ich stelle es nicht in Frage. Mein Job ist es, eine Brücke zu bauen und genau das werde ich tun. Sie wird wahrscheinlich so wie immer gerade so funktionsfähig sein. Und ich muss das so machen. Ich kann das nicht anders machen, ne? Weil ich habe wirklich nur diese Straßenteile. Wenn ich nur eine Erhebung reinmache, dann passt das schon nicht mehr. Oh, das wird jetzt interessant. Im Prinzip alles, was ich machen muss oder machen will, ist, hier kann ich Stahl hochziehen. Was dann dazu führt, dass ich, warte mal, so? Weil dann kann ich zum einen hier einen Hydraulikkolben, nein, reicht natürlich nicht. Ich wollte gerade sagen, dann kann ich hier einen Hydraulikkolben festmachen, der die ganze Brücke hochzieht. Aber nein, das hinten ist wirklich nur ein Stahl, ist wirklich nur Stahl, um die Brücke dann zu tragen. Also quasi, um sie hochzuziehen. So viel dazu. Ich dachte gerade, ich könnte den übelst großen Hydraulikkolben bauen. Aber nein, das ist einfach nur Stahl, um die Brücke hochzuziehen. Wobei, warte mal. Ich habe da vielleicht eine Idee. Und zwar, pass auf, wenn ich das so mache. Und so reicht das für eine Hydraulikkolben. Nein, das reicht nicht für eine Hydraulikkolben. Komm. Dann mache ich das irgendwie so, dass sich das so gegenhält. Und dann kann ich hier einen Hydraulikkolben reinbauen. Der sich dann zusammenzieht und das hier hochhält. Wenn das so funktioniert, wie gedacht, das ist natürlich immer wichtig. Ich weiß ganz genau, was jetzt einige sagen werden. Einige von euch werden sagen, was genau hast du da gebaut? Ich sage, das ist eine Top-Konstruktion. Okay, die ist überhaupt nicht fummelig. Die ist überhaupt nicht irgendwie asymmetrisch. Die ist absolut perfekt. Und um das zu beweisen, ja, werde ich das jetzt demonstrieren. Die Idee ist folgende, dass sich die Brücke quasi in der Mitte teilt. Die hier vorne wird noch von einem Kolben gehalten und die hier hinten wird quasi von zwei Kolben hochgezogen, die gerade so abgestimmt sind, dass sie die Brücke nicht in zwei Teile reißen. Man wird es gleich sehen. Da ist ein bisschen Zug drauf. Das Ding hier hinten, dieses Stahlding, wird sich extrem nach vorne neigen, aber es wird nicht brechen. Es hält gerade so und gerade so, da siehst du, und gerade so ist in meiner Welt gerade gut genug. Genau. Jetzt passt nämlich das Schiff unten runter durch. Perfekt. Und wenn jetzt alles glatt läuft, dann geht es auch wieder zusammen. Jetzt stellen sich die Stahldinger hinten wieder auf. Und wir haben wieder eine Brücke und der Rollerfahrer kann drüber fahren. Das ist doch perfekt. Wie gesagt, wenn jemals einer von euch eine Brücke bauen will, ich stehe immer zur Verfügung. Ich denke, hiermit ist es erwiesen, ich baue einfach die besten Brücken. Okay? Die sind nicht irgendwie komisch. Die sind nicht teilweise extrem ineffizient. Nein. Die sind einfach gut. Bitte, was? Wir haben ein Budget von 75.000. Yay, was genau? Was ist los? Okay, der muss nach hier, nach hier, nach hier und dann nach hier. Und dann wieder da hoch. Ist das wirklich eine Zickzack? Du willst, dass ich eine Zickzackbrücke baue? Wir bauen keine Brücken mehr, wir bauen anscheinend jetzt Stuntstrecken. Das sieht ja, wenn das fertig ist, sieht das aus wie eine Hot Wheels-Strecke. Okay, wie mache ich das am schlausten? So,
So? Stetige Steigung ist immer gut. Dann... So? Nein? Dann so? Was ist das? Das sieht wirklich aus wie eine Hot Wheels Strecke, ne? Dann irgendwie ziemlich stark runter, wobei ich hoffe, dass sich das Auto nicht überschlägt. Dann muss ich das hier unten abfangen. Und dann muss es hier wieder hochgehen. Das ist... Ich will nicht sagen unmöglich, aber... Was? Ich meine, unmöglich ist es sicher nicht, aber... Ich meine, guck's dir an, es sieht aus wie... Keine Ahnung, wie irgendein Graf. Das und dann am Ende einfach eine extrem heftige Steigung. Das... Reicht das jetzt im Ernst nicht? Das ist... Ist das denn ernst? Reicht das nicht? Ich kann es nicht in einem... Ja gut, dann halt nicht. Dann halt so. Guck's dir an, es sieht aus wie irgendwas... Wie irgendwas, was man im Matheunterricht durchnimmt. Finden Sie die Hoch- und Tiefpunkte dieser Brücke. Führen Sie eine Kurvendiskussion durch. Ich gebe zu, ich habe absolut keine Ahnung, was das hier ist. Und wie das steht, aber es steht. Ich habe es gerade ausprobiert, es geht. Es sei denn, es kommt jetzt der Vorführeffekt und es klappt in sich zusammen, aber es scheint zu funktionieren. Eine Sache, die ich noch klarstellen will, ich glaube, ich habe vorhin gesagt, ich habe nur 3 Stahl zur Verfügung, weil da eine 3 in der Klammer steht. Ich hatte nicht 3 Stahl, ich habe unbegrenzt Stahl. Das ist nur die Schnellwahltaste. Wenn ich jetzt 1 drücke, komme ich zu Straße und wenn ich 3 drücke, komme ich zu Stahl. Mein Gehirn arbeitet äußerst tiefgehend und komplex. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, wird Folgendes passieren. Diese Stützen hier werden sofort zusammenklappen, aber das ist anscheinend kein Problem. Weil irgendwie hält es trotzdem, auch wenn ich nicht genau weiß wie. Ich meine, die Brücke wird jetzt hier von unten gehalten mit dem Seil, das ist cool. Aber es geht anscheinend trotzdem, also könnte ich mir die Stützen eigentlich sparen und damit das Budget so ein bisschen runtersetzen. Aber komm, das hat doch irgendwie was. Das irgendwie, keine Ahnung, was das ist, ein Hot Rod über eine Brücke fährt, die mehr oder weniger zusammenbricht, während er das macht. Schaffst du die Schlusssteigerung? Bitte sag ja. Es sieht echt aus wie eine Hot Wheels Strecke, ne? Es sieht aus wie irgendwas, was man im Rennspiel fährt und dann heißt irgendwie, ja, mache so viele Stuntpunkte wie möglich. Okay, was kommt jetzt? Was für ein Wahnsinn kommt jetzt? 84.000! 84.000! Holz, Stahl, Seil und Kabel. 84.000. Wow. Okay, man gibt mir die Ressourcen, alles zu bauen, was ich will. Ich frage mich, warum das Schiff existiert, weil man könnte sich das auch sparen. Weil die Brücke ist ja sowieso so gemacht, dass sie so weit drüber geht, dass das Schiff kein Problem... Warum ist das Schiff hier? Damit es schön aussieht, wahrscheinlich damit es schön aussieht. Das, was jetzt mit Abstand am längsten dauern wird, ist das hier, weil das muss ich ja jedes Mal machen. Die Holzsupports bauen. Ich meine, ich könnte es auch aus Stahl machen. Aber ich mache es erst aus Stahl. Wenn es definitiv nicht hält und wenn ich es nicht anders hinkriege, bis dahin ist das aus Holz. Ja, wir müssen so ein bisschen Budget einsparen. Denn obwohl meine Brücken weltbekannt sind, sind sie außerdem sehr günstig. Und das muss auch irgendwie erreicht werden, deswegen bauen wir nach wie vor mit Holz statt mit Stahl. Ich bin mir sicher, ich bin nicht der Einzige, den die Brücke irgendwie an die Golden Gate Bridge erinnert. Das sieht so aus, als hätte man gesagt, ja, bau uns die Golden Gate Bridge mitten in die Wüste, aber bau sie nicht so schön und bau sie nicht so eindrucksvoll, sondern mach sie irgendwie so billig wie möglich, aber so, dass es hält. Und es hält! Ich meine, die Stützen stehen, die Seile halten und sie ist sogar halbwegs symmetrisch und kriegt nicht mehr als 50% Last. Das ist eine halbwegs nice Konstruktion, auch wenn die Seile irgendwie, die sind nicht so symmetrisch, aber ist ja am Ende des Tages auch egal. 58% Belastung. Da könnte noch weitaus mehr drüber fahren, aber nein, es hält. Ich glaube, das ist bisher die hübscheste Brücke, die ich gebaut habe. Aber jetzt geht es nur noch bergab. Was gibt jetzt? Holz, Stahl, Seil, Hydraulik und Seil. Quatsch, Holz, Stahl, Hydraulik, Seil. Warum überspringe ich immer Hydraulik und lese Seil zuerst? Es ist wahrhaft faszinierend. Kommt wieder ein Schiff. Nein, anscheinend nicht. Aber die A muss nach oben... Und die C muss nach hier unten. Was? In welcher Reihenfolge fahrt ihr los? Okay, der eine zuerst. Die A muss, also der Kombi muss nach oben. Und der VW-Bus nach unten. Ah, ich weiß wie. Das ist quasi wie so eine Hydraulikbrücke. Hier muss die Hydraulik ansetzen. Die dann quasi die ganze Straße so nach oben drückt, dass es passt. Damit der eine dahin fahren kann. Und dann muss sie runter. Und quasi die Straße nach unten absenken, dass der andere dahin kommt, wo er hin muss. Oh Gott.
Das wird nice. Ich finde es ja schön, wie ich kaum eine Brücke bauen kann, die nicht auf irgendeine Art und Weise kaputt geht, wenn die Hydraulik zum Einsatz kommt. Aber schon wieder, guck, es funktioniert. Es funktioniert nicht problemlos. Und die Brücke bricht an einer Stelle quasi immer, wenn die Hydraulik anfängt. Aber es geht. Das Auto fährt nach oben, die Brücke trennt sich, das eine da bricht durch, aber das ist kein Problem. Weil der Bus kann immer noch ohne Probleme drüber fahren. Ich glaube, das mit dem Brechen ist kein Ding von, da hängt zu viel Last, sondern eher so ein Ding, wo quasi der Weg, den die Brücke nimmt beim Biegen, ist quasi, also dann wird das Ding länger, als es eigentlich sein kann, deswegen bricht es. Deswegen auch hier diese 102,2%, weil das Ding einfach quasi länger wird, als es eigentlich sein darf, und deswegen bricht es einfach durch. Es funktioniert trotzdem. Ich bin mir ziemlich sicher, das eine Ding könnte man auch weglassen und es würde trotzdem gehen. Vielleicht könnte man auch irgendein Gelenk reinbauen. Aber hey, es geht. Ich werde mich nicht beschweren. Es geht. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Ein Checkpoint. 50.000 Holz, Stahl, Hydraulik, Seil und Kabel. Zwei Schiffe. Und ein Checkpoint, den wir mitnehmen müssen. Mein Gott. Ein Checkpoint, den wir mitnehmen müssen. Wow. Okay, damit ist der Checkpoint erledigt. Wie will ich das machen? Wie soll ich das überhaupt machen? Das Schiff hier wird ein richtiges Problem. Weil ich kann die Brücke hier kaum hochziehen. Natürlich, ich kann hier was hinmachen, was die Brücke hochzieht. Also Hydraulik, aber... Wow. Das wird interessant. Und dann danach haben wir einfach mehr oder weniger stetigen Anstieg bis ins Ziel. Wow, und natürlich reicht das. Natürlich reicht das nicht. Jedes Mal. Okay. Das wird äußerst interessant. Das heißt, ich muss sie hier in der Mitte trennen. Und dann quasi beide Teile hochziehen. Ich habe 50.000 zur Verfügung. In der Theorie weiß ich, wie es funktioniert. Aber wow, das wird... Oh, ist das interessant jetzt. Ich bin zugegebenermaßen extrem gespannt, ob ich das auf die Reihe kriege. Ich denke, man sieht mir an, dass diese Brücke mich fast gebrochen hat. Ich habe jetzt ohne Witz über eine Stunde gebraucht, um das Ding zu bauen. Das ist kein Joke, das ist kein Meme. Es hat über eine Stunde gedauert, bis das Ding funktioniert. Soweit ich weiß, funktioniert es absolut problemlos. Es geht, glaube ich, nicht mal was kaputt, wenn ich es benutze. Aber... Wow, eine Hängebrücke bzw. eine Zugbrücke mit einer Biegung in der Brücke selbst drin ist nicht witzig zum Bauen. Was ein Witz. Mann. Das ist bisher das mit Abstand schwerste, bin ich mir ziemlich sicher. Guck, es funktioniert problemlos. Es funktioniert. Beide kommen drüber. Es geht nicht mal was kaputt wie bei meinen anderen Brücken. Aber mein Gott, hat das Ewigkeiten gedauert. Das war... Also ich will ganz ehrlich sein, das hat jetzt nicht sonderlich viel Spaß gemacht. Da will ich nicht lügen, das war nicht sonderlich witzig. Okay, ich beende. Ich will gar nicht wissen, was das nächste Level ist. Ist mir ganz ehrlich auch egal. Ich bin für heute raus. Das war zu viel. Es gibt nur so viel, wie ein Mensch ertragen kann. Ja, also es gibt nur so viel, was ein Mensch ertragen kann, so rum kein Deutsch. Und diese Grenze ist erreicht. Und zwar absolut. Ich träume heute Nacht von dieser Brücke. Ich bin raus. Ciao. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, habt ihr erlaubt, bis zum Like-Button aufs Maul zu hauen. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut und ciao. Keine Sorge, mir geht's gut. Ich bin nur geistig gebrochen. Ich will nicht mehr. Wow.